Hallo und herzlich willkommen zurück im Elfenhain. Ich darf teilnehmen beim Staffellauf X-Mess 2023 von der lieben Gudrun vom Kanal Gudruns Happy Journals. 30 Tage lang, 29 verschiedene Kanäle werden euch jeden Tag im November jetzt um 16 Uhr immer ein neues Video zum Thema Weihnachten zeigen. Ja, also es ist ganz toll. Ich finde es total toll, dass ich daran teilnehmen darf. Und es gibt natürlich auch ein großes Gewinnspiel und ich werde euch irgendwann in diesem Video eine Zahl nennen. Das müsst ihr euch bitte einmal aufschreiben oder gut merken. Und am Ende des Monats wird Gudrun nochmal ein Video machen, wo sie euch erklären wird, wie ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen könnt mit den Zahlen, die ihr in jedem Video sammeln könnt. Ja, das war das. Also ein großes Gewinnspiel. Nehmt gerne teil. Es lohnt sich auf jeden Fall. Was gibt dann, ja, 29 verschiedene Gewinne. Morgen ist Enzio dran mit seinem Kanal. Und, also kann ich euch nur empfehlen, ne? Letztes Mal beim letzten Staffellauf hatte ich Angst um seine Kamera oder um seine Wohnung. Er hat nämlich mit Farben und Feuer experimentiert. Ich habe den ganzen Video über nur im Mund offen stehen gehabt und dachte nur, was zum Geier macht das da? Aber ist total cool. Also kann ich euch sehr empfehlen, diesen Kanal. Morgen, also nach mir, ist morgen Enzio dran. Ich werde auf jeden Fall eine Playlist unten in meiner Infobox haben, damit ihr gucken könnt, wie das jetzt hier weitergeht mit den Kanälen. Auch die vorigen Kanäle natürlich noch alle zu gucken. Gut, soweit, so gut. Ja, ich darf dran teilnehmen, genau. Und ich dachte mir, heute ist ja schon der 19. November. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen oder zumindest Ideen, was ihr schenken wollt? Weil ich bin immer so ein Chaot. Ja. Also ich habe das auch schon gekriegt, dass das Geschenk oder die Geschenke, die ich eingepackt habe zu Weihnachten, kurz vor der Bescherung, noch nicht mal trocken waren. Die Farbe noch nicht trocken war. Ja, was natürlich dann immer sehr hilft, ist ein Gutschein. Ein Gutschein ist immer praktisch, das kann man fix machen. Und was ist besser als ein Gutschein? Richtig, mehrere Gutscheine. Und darum wollte ich mit euch sowas hier basteln. Das ist ein Gutschein-Journalchen. Es ist ganz klein, also es ist jetzt in einer 6 groß, mit Pickepacke voll mit jede Menge Gutscheinen. Und hergestellt habe ich das Ganze jetzt aus Action-Papieren, aus Designpapieren vom Action, weil das haben wir ja eigentlich alle zu Hause, aber ich jedenfalls reichlich. Die haben ja auch extra Weihnachtsblöcke und wie das geht, möchte ich jetzt gerne zeigen. Moment. Also einmal hole ich erstmal runter, damit ihr mehr sehen könnt. Tada. Guck auch nochmal ins Bild. Bin immer so freundlich. So, so sieht das jetzt aus. Mein Prototyp. Ich habe einmal gebastelt zum Zeigen. Das ist hier Sari-Seide. Das Band. Und wie gesagt, den 6 groß, also ganz klein. Und hier mit diesem süßen Eichhörnchen. Das ist so niedlich. Ist das nicht süß? Einmal aufklappen und dann habe ich halt ein bisschen dekoriert und ich habe jede, also es sind eigentlich nur Taschen. Es ist ein Journalchen mit ganz vielen Taschen und diese Dinger hier, es ist jetzt nicht dekoriert, also es ist jetzt kein Gutschein raus geworden und ihr euch jetzt mal vorstellen könnt, ne, so ein Ding kann jetzt ein Gutschein, soll jetzt ein Gutschein darstellen. Dann habe ich also hier eine Tasche mit Gutschein und hier ist ein Gutschein drin und da ist ein Gutschein drin. Und hier ist ein Gutschein drin. Und da auch nochmal einer. Wie gesagt, es ist ein reines Gutscheinchen oder Taschenjournalchen. Hier ist nochmal einer drin. Und hier. Habe ich gleich ein Bild. Hier ist wieder einer drin. Und da. Ist der nicht süß, der Teddybär. Eine Tanne. Ich finde ihn so niedlich. Hier wieder einer. Da ist wieder einer. Zauberhafte Festtage, ne? Ja. So, dann haben wir noch ein anderes Motiv diesmal, aber auch ein Gutschein. Und hier ist wieder einer drin. Und hier ist einer drin. Haben es gleich geschafft, wir haben es gleich geschafft. Hier ist wieder einer. Yep. Geht da wieder rein. Stramm geklebt. Und natürlich auch noch ein hier drin. Gut, das sind jede Menge Gutscheine. ihr dürft natürlich auch ganz auch kleiner machen, dass da nicht so viele Gutscheine drin sind. Ihr dürft auch mehr Seiten reinbasteln. Ich dachte mir jetzt, unser Ganze ist jetzt für meinen Freund und der kann mit einem Journal nichts anfangen, was er mir dauernd sagt. Aber mit Gutschein natürlich schon. Und das
Ja, deswegen halt jetzt ein Channelchen nur mit Gutschein. Und ist auch eine witzige Idee zu Weihnachten. Oder auch als Adventskalender. Da macht man dann einfach jeder Ding und dann kann man hier überall auf die Gutscheine Zahlen draufkleben. Von 1 bis 24 oder so. Und dann hat man jeden Tag einen Gutschein, auf den man sich freuen kann. Das ist auch eine Überlegung. Naja, so. Das ist also Prototyp. So soll es hinterher aussehen ungefähr. Plus, minus. Und dann mache ich euch wieder weiter weg. So, und wir nehmen dafür. Moment, Sekunde. Chaos, ne? Chaos, Chaos. So, das ist der Block, aus dem ich das jetzt rausgenommen habe. Den kennen, glaube ich, wahrscheinlich alle. Das ist nämlich der beliebteste Block, glaube ich, diesmal in Weihnachten gewesen. Und dazu gibt es dann auch noch passend, also einen Luxus-Paper-Block, wo auch die gleichen Motive, also diese süßen kleinen Waldtiere drauf sind, wie hier mit drin sind. So, also daraus habe ich mich bedient. Oder ich werde mich daraus bedienen. So, mein ganzen Kram. Ich hab ein bisschen was vorbereitet. Also, das Journal wird aus diesem braunen Papier. Also, das dachte ich mir, ist nicht, also es ist weihnachtlich, aber nicht zu kitschig. Und das soll halt auch was für einen Mann zum Beispiel werden. Also, wenn ihr jetzt noch einen Mann zu beschenken habt, oder einen Mann zu beschenken habt, darum würde ich jetzt nicht so was Grelles nehmen. Dann habe ich hier noch aus einem anderen Block vom Action. Hier mit so, das sind so Motive drauf, so Tannenzweige und Tannenzapfen und sowas. Also auch schön weihnachtlich. Dann habe ich noch aus anderen Actionblöcken, das sind diese langen, das sind die 30 lang und 15 hoch, glaube ich. Ja, habe ich auch jede Menge Blöcke von. Da habe ich jetzt die beiden Sachen ausgesucht. Ich finde die Rentiere so hübsch. Und hier ein paar Zuckerstangen. Das passt ja auch farblich ganz gut. Dann natürlich auch ein bisschen gefärbtes Papier für die Seiten, dachte ich mir. Und fürs Cover einmal was aus abgerissenes von dem Papier hier vor oben schon. Und dann diese süßen Mäuse, die da unter dem Mistelzweig knutschen. Voll niedlich. Und natürlich gibt es auch hier, wie auch auf diesem Buch halt auch. Das Gutschein habe ich auch schon jetzt ausgestanzt, auch aus dem Papier. Und habe einfach das Papier noch umgedreht. Auf der Rückseite ist es ja weiß. Und dann habe ich einen Gutschein draufgeklebt. Drauf geschrieben. So, drauf geklebt. So. Okay, das wird auf jeden Fall das Cover werden. So, dann fangen wir mal an. So, die beiden Papiere habe ich hier noch, die sind noch so aus dem Heft, also aus dem Block gerissen. Und natürlich von hinten jetzt weiß. Und das will ich ja jetzt mal gar nicht haben. Das sieht ja ganz schrecklich aus. Und deswegen werde ich ein bisschen mit meinem neuen Lieblingsspielzeug spielen. Diesen Oxide-Sprays von Ranger. Da habe ich einmal jetzt hier grün, also Forest Moss. Das ist ein grün. Ich bin so in braun-grüntönen unterwegs bei dem Vintage-Foto. Muss man jetzt mal jetzt gut aufschütteln. Shaker, shaker, Baby. So, und einmal sprühe ich das Ganze jetzt auf meine völlig eingesaute Unterlage. Und das Grün auch. Und einmal das Bild greifen. Einmal bisschen Wasser. Dann ziehe ich jetzt durch die Seiten sozusagen durch den Kakao. Oh, das sieht aber schick aus. Hui. Und das reicht auch schon. Habe ich da noch genug drauf? Für die zweite Seite. Da können Sie auch beide Seiten, also beide Seiten. Es klebt. So. Hallo. Soll auch noch Mitte ist auch was sein. Mensch. Das ist ja wohl hier. Ja, funktioniert einfach nicht. Will nicht. Dann halt direkt da drauf. So. Und ich habe die Seiten jetzt übrigens extra weiß gelassen, weil man die hinterher sowieso nicht mehr sieht, weil ich knicke um. Aber das zeige ich euch gleich. So, erstmal jetzt hier den Rest. So.
während die Papiere jetzt noch ein bisschen vor sich hin trocknen und ich schon wieder aussehe, naja, wie jemand, der viel Spaß beim Basteln hat, schneiden wir schon mal die Papiere zurecht. So, Schneidematte. Und jetzt habe ich jetzt, das ist jetzt mein Titelpapier, mein Coverbild, mein Coverpapier. So, das schneide ich einmal, weil es ja jetzt in der 6 werden, bei 16 cm. Moment, Moment, Moment. Andersrum. So, bei 16 Zentimetern. Da, 16. So. Und ich will ja so viele Taschen haben wie möglich. Und das soll jetzt. Was für Räusper? Also der Umschlag soll 16 hoch sein und 22 breit. Aber ich will ja viele Taschen haben, deswegen klappe ich jetzt, schneide ich mir die Reste hier nicht ab, sondern ich klappe um. Deswegen kann ich dann auch falzen. Ach, in der Mitte knicken. Also müsste ich bei 11 falzen. Hoppala. Geht andersrum. So, also jetzt hier der Knick ist. Bei 11 falzen. Einmal drehen. Das gleiche auf der anderen Seite. Auch wieder bei 11 falzen. So, dann habe ich nämlich schon meine ersten beiden Taschen. Also, ne, hier, also Cover und zwei Taschen, die ich gleich festkleben werde. Und ich auch deswegen nicht. War ich eigentlich richtig? Nein, das sind keine Taschen. Nein, 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 nein. Das sind keine Taschen. Nein. Ach, Greta. Also, das klappe ich um, damit das nicht weggeschnitten und weggeschmissen werden muss. Und ich halt eine schöne Kante habe. Das war's. Weil ich nämlich gleich dieses Papier nehmen werde. Und da drauf klebe, damit das weiß nicht zu sehen ist. Und dann habe ich wieder hier. Dann sind nämlich hier nämlich die Taschen. Haha, so war's. Ja, ich bin voll hier. Ich habe hier voll die Ahnung, was ich hier tue. So, August nachfalzen. Dann kann ich die beiden Laschen auch schon umklappen und festkleben, weil die haben ja keine Taschenfunktion. Nämlich doch nicht. Jetzt doch nicht mehr. Einmal festkleben das Ganze. Und hier natürlich auch. Dann hast du einen schönen Abschluss und musst das Papier nicht wegwerfen. Hast keine Reste. Ich klebe hier. So. So, und deswegen muss ich jetzt hier auch nichts noch schön machen oder bestempeln oder befärben. Weil habe ich noch einmal aus einem Designblock von Action jetzt dieses Motiv ausgesucht. Das wird jetzt einmal in der Mitte gefalzt. Oder ich falze es einfach selber, indem ich es klicke. Können wir das hier schon mal Gust mal zur Seite stellen. So, das kommt jetzt hier reingeklebt. Und dann haben wir nämlich dann gleich hier. So, ne? So war es gedacht. Damit man sehen, ach, Farbe. Damit man sehen kann, dass das Taschen sein sollen, mache ich jetzt hier auch gleich mal einen Eingriffsklicker. Den kennt ihr, so einen Lochstanzer. Ungefähr die Mitte. Ui, hier fliegen die Fetzen und Konfetti. Einmal hier in die Mitte. Hat man nämlich hier dann halt den. Das ist besser, wenn ich euch runterhole. Wo seht ihr alles? Seht ihr genug? So, also, ne, dann hat man hier nämlich Taschen. Auch das kann ich schon mal festkleben. Oder will ich erst mal ein bisschen inken? Nein, ich klebe erst fest. So, da wird auch einfach in der Mitte einmal geklebt. So, und die ganzen Ränder hier einmal. Natürlich nicht da, wo der Eingriff ist, weil du willst ja was reintun können. Was nicht heißt, dass ich es nicht schon mal zugeklebt hätte. Nur weil ich weiß, wie es geht. So, einmal
hier auf den Knick. Ja. Hier sieht man noch was Weißes, das will ich nicht. Weiß ist verboten. Hier sieht man genauso viel Weiß, na toll. Was denn das schon wieder gemacht? Naja, ich bin ganz froh, dass es ein Junk Journal ist, dass es nicht so ganz drauf ankommt. So. Voilà. Und so habt ihr schon, es gab nicht das Cover fertig, aber auf jeden Fall schon die ersten beiden Taschen an den Seiten, also gleich im Cover integriert. So, apropos Cover, da muss natürlich noch was drauf, weil das sieht ein bisschen langweilig aus. Und da hatte ich mir ja schon was vorbereitet. Also übrigens die Papiere, also das Papier ist jetzt ein Rest von dem hier, ne, auch von dem Papier hier halt hier. Also das, was drin vorkommt, nehme ich immer ganz gerne nochmal, dass es das Ganze nicht so unruhig ist, unruhig wird. Das hier kommt aus diesem Block, also mich jede Menge von diesen süßen Waldtieren drin. Auch die werden noch zum Einsatz kommen. Und auch das nochmal ausgestanzt. Und das habe ich ja schon gesagt, das ist einfach nur ein Restpapier davon, das ich beschriftet habe. So. So soll das Cover ungefähr aussehen. Und auch das kleben wir jetzt fest. So, also ist festgeklebt. Wie man klebt, wisst ihr ja, ne? Muss ich jetzt euch nicht zeigen. Und das Video wird auch schon so lang genug werden. So, festgeklebt. Jetzt will ich natürlich auch noch ein schönes Band da drin haben, also zum Zumachen. Und da habe ich mir jetzt auch wieder ein Stück Sari-Seide in Braun geholt. Ungefähr. Dass es hinterher so da lang läuft. Ja. So. Ungefähr hier. Einmal anmalen. Also das habe ich jetzt nur angemalt. Geht rein. Nur angemalt, damit ich überhalb der Mäuse komme. Und dann mache ich mir mit die Krokodil, genau. Mit der Krokodil mache ich mir jetzt relativ kleine Löcher, da wo ich gerade vorgemalt habe. Einmal gucken. Sehe, was sehe, wäre ja nicht schlecht. Kann man natürlich auch einfach mit der Ahle rein Loch reinmachen, Löcher reinmachen. Aber so hat man halt jetzt etwas größere Löcher. Ne? So ein bisschen größere Löcher. Und sie sind auch schön sauber. Und dann wird im Hintergrund ein bisschen gerödelt, weil für dieses. Ja, Beordnung hält, ne? So. Ich habe hier voll das Profi-Werkzeug. Eine umgeklappte. Büroklammer, glaube ich, war es. Ja, ich bin hier voll der Profi. Das brauche ich jetzt nämlich wofür? Für das Band hier ist nämlich ein bisschen, das ist ja ein bisschen sehr breit, ne? Ein bisschen sehr viel Band. Das will ich ja durch diese Löcher kriegen. Und darum ist es sozusagen wie eine Nadel. Wird erst einmal hier durch da reingeschoben. Da rein. Und wird dann halt da durchgesteckt durch das relativ große Loch. Und dann kann das Band eigentlich nur noch folgen und muss da auch durch. So, das machen wir auch mit der Seite nochmal, weil ich will die Enden ja draußen haben. Soll ja ein Band werden zum Zumachen. Darf ich auch nochmal das Ganze. Ja, das war. So. Mein Profi-Werkzeug hier. Einfach nur ein Stück Draht. Hoppala, bin ich auf dem Bild? Ja, doch, ich bin im Bild. Ich bin im Bilde. Einfach hier durchgezogen. Das hier sieht man hinter übrigens nicht mehr. Da kommen ja die Seiten drüber. So. Und damit das Ganze halbwegs professionell aussieht.
Also das muss ein bisschen länger werden. So. Weil ich möchte die Schleife hinterher ja hier vorne haben. So, dann wird das Ganze einmal hier zugeknotet. Eine einzelne Schleife sozusagen. Knoten. Damit das Ganze jetzt passend liegt. Dann kann man das hinterher dann so, ne, so zumachen. So, so war der Gedanke. So, das war denn das. Das war das Band. Auch schon hier. Sehr schön. Geht auch richtig fix von der Hand. So, da kommen natürlich jetzt auch Seiten rein. Chaos hier auf dem Schreibtisch. Ach, euch. So, jetzt unsere beiden eingesauten Designpapiere. Die sind ja jetzt, siehe da, etwas kleiner als das Cover. Das war natürlich total abgemessen. Nein, das war wirklich abgemessen ausnahmsweise mal. Und auch da kann man natürlich jetzt gleich Taschen rausmachen. Also nicht abschneiden, sondern Taschen rausmachen. Das soll die Mitte werden und das soll das erste werden. Sind sie nicht hübsch? Ich finde die Rentiere sehr, sehr schön. So, ich. Das ist alles. Vielleicht bräuchte ich mal sowas wie ein Tuch. Weil auf den embossten Rentieren wird die Farbe wahrscheinlich niemals trocken werden. Und ich patsche da jedes Mal aufs Neue rein. Hehehe. Ja, schlaues Kind. So, was habe ich denn hier zur Verfügung? So, 22. Ziemlich labberig, weil es auch ein bisschen feucht ist. Also einmal in der Mitte bitte falten. Und hoffen, dass es nicht kaputt geht, weil es noch so klamm ist. So. Und deswegen will ich es jetzt auch nicht mit, obwohl doch. Vielleicht doch. Macht aber vorsichtig mit dem Falzbrett, weil sonst hat ihn der eine saubere, geschnittene Kante. So, 10 cm. Ein Fatz. So, vorsichtig, weil es noch nass ist ein bisschen. Wahrscheinlich jetzt wieder zu wenig gemacht. Bestimmt. So, und wieder bei 10. Und wieder. Hier sieht man, hier ist schon jetzt etwas trockener. So. Einmal. Bei der Falz knicken. Wenn das denn gereicht hat mit dem Falzen. Oder schon. Huch. So. Und das sind auf jeden Fall diesmal wirklich Taschen und nicht nur eine schöne Kante. Kann man das wieder zusammenklappen und hat irgendwie das falsche Maß, sehe ich gerade. Oder nicht? Nee, das auch nicht. Nein, nein, alles gut, alles gut. So, einmal kurz gucken, ob es passt. So rum, bitte. Richtig rum, ja. So, ergo, es liegt drin und guckt nicht raus. So, wunderbar. Sehr schön. Das hier wird jetzt das mittlere Stück aus dem. Das ist ja Signatur. Und deswegen werde ich da jetzt ein bisschen weiter reingehen mit der Tasche, weil sonst guckt hinterher die ganze Seite raus. Weil es ja nur ein kleines Journal ist. Und mir, könnt ihr mir noch folgen? Meine Gedankensprünge, die ich hier mache. So, also die Mitte. Wie gesagt, also das hier ist jetzt die erste Seite. Und umso so weiter du reingehst, also aufbaust sozusagen, umso weiter guckst du hinterher raus, wenn du es geklappt hast. Glaubt mir, das weiß ich, dass ich darüber nicht rede. Und darum mache ich jetzt hier die Taschen etwas weiter rein. Ja. Also nicht 10, sondern 9. Nehmen wir 9. Und ich bin gar nicht mehr im Bilde. Sag doch was. Moment, ich komme ins Bild. Warte eine Sekunde. So, also, die soll bei jedenfalls was 10, jetzt machen wir es mit 9. So, vorsichtig falzen.
Nochmal einmal drehen. Wieder bei neu anlegen. Und wieder falzen. Gut. So, dann kann man hier. So. Nochmal. So. Das ist eine etwas größere Tasche. So, damit auch nochmal falten. Also es ist eine größere Tasche als diese hier. Ja, größere Tasche, größere, ja doch, größere Tasche. Weil, und auch weiter drinnen, wie gesagt, wenn sie dann hier drin ist, guckst du halt auch hinterher weiter raus, wenn da noch ein paar Seiten zwischen sind. Ich habe das Gefühl, es macht nicht Sinn, was ich erzähle, aber es macht Sinn, doch, wirklich, Kinder, glaubt mir. So, gut. Das waren jetzt die beiden Sachen, die wir auch trocknen müssen. Oh Gott, schlapper, schlapper. Da können wir auch schon ein Loch reinstanzen. Ein Loch, also ein Eingriff. Das ist auch nicht so wichtig, jetzt welche Höhe und so. Pi mal Daumen. Pi mal Wellenschlag. Hier auch gleich nochmal. So. So, so, so. Jetzt kann man die auch schon zukleben, die beiden Taschen. Einfach hier und hier. Auch wenn man klebt, wisst ihr ja, ne? Gut. Gut, verklebt. Trocknen lassen, weiterlegen. Jetzt kommen wir noch zu ein paar anderen Seiten, damit das nicht ganz nur Designpapier wird. Das sieht man ja schon. Es ist kleiner alles soweit als das Designpapier. Und hier muss ich halt gucken, dass ich das jetzt hochklappe. Weil das sind jetzt sozusagen meine Signaturen hier. Darum kann ich das Maß nehmen. Ah, gut. Okay. Klappen wir einmal hoch. Weil ich will ja wieder Taschen haben. Und auch da wird gleich wieder gestanzt, gelocht und zugeklebt. Und das geht dann auch bei dem hier auch so. Oder bei dem hier. Huch, ist noch was dran. Ja, wie man sehen kann, eine Blockseite. Die habe ich auch selbst gefärbt. Darum ist diese bunt. Und natürlich könnt ihr auch noch hier eine Musterschere nehmen und hier noch ein bisschen ein schönes Muster reinbringen. Dass es nicht ganz so langweilig aussieht. So. Und auch hier. Jetzt ja, Tasche, ja, lieber so eine Tasche. Und wenn das nicht so langweilig aussieht, kann man auch mal dann. Ich habe ja noch das Restepapier vom Cover, dass man dann das hier zum Beispiel draufklebt, damit man hier einfach mal ein bisschen Farbe reinbringt. Ich glaube, ich habe genug Farbe. Einmal schneiden bei der Markierung, die ich schon nicht mehr sehen kann. Da, da. So. Noch ein Bilder. Jetzt noch schneiden, nicht falzen. Und auch da. So, dann hat man nämlich hier schon eine Verstärkung fürs Papier. Und ein bisschen Farbe. Auch das wird dann geklebt und hier wieder zwei Löcher reingemacht. Aber das brauche ich jetzt ja nicht, da müsst ihr ja nicht zugucken, das wisst ihr ja, wie es jetzt geht. Ne? So, alles zusammengeklebt. Und dann kann man jetzt mal zum Zusammenfügen schreiten, wollte ich sagen. Ach Gottchen.
So, nehmen wir mal hier das hier. Hier habe ich übrigens noch ein Restpapier hingeklebt als Bellyband. Mehr habe ich aber nicht gemacht. So, das und. Das ist ja viel zu groß. Ist total gemacht. Außer scheinbar nicht viel. Eieiei. Ja, hier kann ich ein bisschen was abschneiden. Ne? Das ist vielleicht ein bisschen zu lang. Eieiei. Okay. Schön. Sehe und staune. So geht's schon mal nicht. Da muss ich jetzt hier auch noch mal. Entschuldigung. Wackel, wackel. Ich muss noch mal nachkleben. Ich habe meine Taschen wieder aufgemacht. Ich bin ganz pfiffig. Naja, komm vor. So. Verkleber jetzt. So, alles ganz ein bisschen angepasst jetzt. War vielleicht ein bisschen lang. So. Guck mal, da schau, da passt es doch viel besser. Hier noch. Auch ganz schön lang. Ist ja gemessen. Dafür messen wir ja. Aha, oder muss das mir nach vorne? Passt es dann besser? Nein, nein, nein. Okay, auch da wird noch mal ein bisschen geschnitten, abgeschnitten. Das geht so auch nicht. Ja, ich habe gut gemessen vorher. Ich sehe das schon. Gerade Kante dafür. Ich war der Meinung, dass. Upala. Muss ich da auch wieder kleben? Natürlich muss ich da wieder kleben. So, alle Seiten sind jetzt passend gekürzt. Das hat man auch, hätte man auch vorher machen können. Und jetzt habe ich einfach nur zusammengelegt, damit ich weiß, wie es in der aussieht ungefähr. Es ist schon sehr braunlastig, aber es kommt ja noch Dekoration rein, deswegen passt das so für mich jetzt. Und dass man jetzt auch mit dem, ne, dass es einfach alles eine Länge hat und nichts wahnsinnig viel länger als das erste. Als die erste Seite. Wenn es nämlich da hier drin steckt, dass es dann halt nirgendwo rausguckt und das tut es nicht. Sehr schön. So, dann können wir ja auch schon zum Einnähen gehen. Kommen. So, ungefähr in der Mitte liegt es jetzt. Und das mache ich jetzt einmal hier mit Klemmen fest. Und jetzt weiß ich ja, hier sind jetzt meine Bänderlöcher. Also mache ich das hier und hier irgendwo. Das ist ja jetzt. Wird natürlich hier nicht gemessen. Mache ich Pi mal Daumen, Pi mal Wellenschlag, Pi mal Daumen. Mache ich jetzt hier Löcher rein. So. Wieder rein. So. Ich habe mir jetzt ein braunes Band ausgesucht, das passend halt dazu ist und nicht so hell ist. Ich habe wieder mein Hightech-Werkzeug zum Einsatz und ich drücke einfach das jetzt hier, einfach hat sie gesagt, hier durch. Das ist sozusagen wie eine Nadel. Aber ich habe halt nicht so große Nadeln, glaube ich zumindest. Und deswegen geht das Ganze jetzt mit dem Ding hier gemacht. Und weil ich die Schleife innen haben möchte, weil hier ist ja schon außen die eine Schleife. Oh, vielleicht mal im Bild bleiben hier. Mache ich das jetzt, dass es innen ist, die Schleife. Deswegen von innen nach außen. Habe ich denn hier. Ups. Ich steche nochmal kurz nach, damit ich weiß, wo ich hin muss. Meine Nadel. Meine Nadelattrappe hier. Na komm. Wenn es mal schnell gehen soll, ne? Hey. So, da will ich auch damit durch. Hat auch gar nicht lange gedauert.
Aha. So, das Ganze ein bisschen gerade ziehen und einen Knoten machen. Dann machen wir hier noch schöne Schleife rein. Doppelte Knoten und eine Schleife. Auch ganz schön schlabberig, testen wir mal, fällt. So, dass das jetzt hier drüber liegt, ist normal. Man kann es auch noch mal hier losmachen. Und das dazwischen, ups, dazwischen liegen, hat den Vorteil, dass hier dann auch nichts mehr wegrutscht. So. Das ist halbwegs fest hier alles. Ja. Cutten. Gut. Das war das Einbinden. Sehr schön. Das ging mal fix. Okay. Ja, jetzt kommt noch der Teil mit dem Dekorieren. Weil das ist ja jetzt ein bisschen sehr langweilig hier drin. Und da kommt dann. Das sieht schon gut aus. I like it. So. Da kommt dann halt noch dieser tolle Block und Stempel und wie noch. Also ich habe hier Stempel. Das ist. Bunte Mischung vom Action und vom Teddy, was ich so meinte, was weihnachtlich cool passt. Dann habe ich hier noch ein paar Stenzel, also Schablonen, mir ausgesagt, ausgedacht, ja, genau, ich habe mir die ausgedacht, ausgesucht. Ups, das hier ein bisschen weihnachtlich ist, dachte ich mir. Und Wiederholung ist immer gut im Journal, deswegen geht ein bisschen Ruhe rein. Dann habe ich natürlich hier noch diesen Block, den Luxus-Paper-Block mit den süßen kleinen Backups, habe ich was gesagt, Ausstandsteilen. Und die werden auf jeden Fall auch noch da rein, damit reinwandern. So, bright, so gut. So, hier muss was Großes hin, würde ich sagen. Mal gleich ein Elch nehmen hier. Oder ein Teddy. Ach, Teddy. Was ist ein süßes Teddybär gehabt hier? Wo ist denn der hin? Hoppala. Und wackelt schon wieder an der Kamera. Ah! So. Ins Bild. Entweder das ist ein bisschen sehr groß, ne? Ja, doch, könnte passen. Nehmen wir den Teddybären. Den ich sehr süß finde. Wie er dann mit seiner Tanne durch die Gegend rennt. So, machen wir den mal ab. Hoppala. Ja, da, so, sieht doch schick aus. Sieht gut aus. Nice. Nice. Sind die süß da, die beiden? Voll niedlich. Und es wackelt immer lecker. Oh, Gottes Willen. Ja, ist das Problem, wenn man hier so ein Stativ rumstehen hat. So, den werde ich nicht ankleben. Also die erste Tasche, wo denn noch nichts drin ist. Das machen wir hier rein drauf. Und so auch wieder eine Tasche da drauf. Und ich habe ja noch das grüne Papier. Da könnten wir was draufkleben von. Oder ich nehme. Ich habe noch dieses coole grün karierte. Das ging halt auch, weil hier ist ja auch grün. Zum Beispiel. Soll ja auch gar nicht so hoch sein. Ich will ja hier gar nicht so viel verdecken. So, ich habe den Tannenbaum-Teddy schon, habe ich schon festgeklebt. Und die habe ich einfach nur gemessen und festgeklebt, das Ganze einmal ausgeschnitten. Aber weil sie ein bisschen langweilig aussieht, dachte ich mir, mache ich jetzt auch noch schon, weiß ich nicht, der Zauber von Weihnachten zum Beispiel kann ja drauf gestempelt werden. Momente, Sekunde. Papier hier. So,
So, jetzt habe ich noch diesen Rest. Davon habe ich auch noch einen Rest. Da machen wir jetzt mal die Rückseite, weil ich es ja weiß. Da kommt mal der Zauber drauf gestempelt. So. Das natürlich jetzt noch schnell mit einer Formschere ausgeschnitten. Und natürlich auch Ink, das ist ja wohl klar. Sieht ja noch ein bisschen sehr lame aus. Dann kann man das hier so hinkleben. Dann hat man schon die erste Seite dekoriert. Dann hat man hier einen Gutschein und da einen Gutschein. Und das halt jetzt das ganze Journal ziehend. So. Das Bild holen hier. So. Fertig. Nächste. Oh, ich habe Hunger. Mein Bauch macht schon Geräusch. So. Kann man hier noch was hinstempeln? Oder. Hier so einen Weihnachtsmann, der hier gerade vorbeifliegt. Tada. Sehr schön. I like it. So. Wie er hier vorbeifährt. So, hier haben wir ein bisschen was gestempelt. Ein bisschen so hier durchsichtiges Merry Christmas. Ich habe ein bisschen Aufkleber drauf gemacht. Übrigens, die Gewinnzahl ist 30. So. Hey. Ja. So, und dann habe ich hier noch ein Merry Christmas hinmachen. Hier noch ein bisschen mit Schablone gearbeitet. Jetzt geht es ganz so weiter. So, ich bin soweit. Jetzt fertig mit Dekorieren. Ich zeige es euch einmal komplett noch einmal. ja, das hübsche Cover. Moment, ich habe auch irgendwo, ich habe jetzt natürlich jetzt keine Gutscheine gebastelt, aber es. Ja. Also, ich kann jetzt hier einen Gutschein reinstecken bei diesem wunderschönen, süßen Teddybär mit seinem Tannenbaum. Ich finde ihn ja so entzückend. Oder hier ist ein Gutscheinplatz. Ups, einmal. Und bitte. Einmal hier Platz. Und hier fliegt der Nikolaus oder Weihnachtsmann. Einmal hier Platz für einen Gutschein. Einmal hier kann man was reinschieben. Und hier ist natürlich auch nochmal Platz. Hier ist es schon am Schneien. Hätte ich gerne zu Weihnachten, aber haben wir meistens nicht. Hier ist auch ein Wichtel. Und hier ist natürlich auch Platz für Gutscheingedöns. Und hier auch mit diesem süßen kleinen Kerlchen. Ist ja nicht süß mit der Zunge hier. Das ist so niedlich. Wie er da. Oh, sein Schlafanzug. Hier ist nochmal Platz und hier ist nochmal Platz. Und nochmal hier bei den beiden Mäusen. Ich denke immer, die pokern, aber nein, sie trinken ein Heißgetränk. Passt zu Weihnachten halt. Hier ist nochmal Platz. Hier ist nochmal der Mistelzweig von den Mäusen ganz vorne auf dem Cover. Hier ist nochmal Platz für etwas größeren Gutschein. Hier singen die süßen Hasen. Die Hasen zu Weihnachten, naja.
Und hier ist auch mal Platz für einen etwas größeren Gutschein. Ja, also es ist genug Platz für alle Gutscheine, die ihr meint, da. Und das kann man natürlich jetzt auch kreieren, wie man möchte. Andere Papiere, anderes Design, andere Diecards, wie auch immer ihr das halt ja, machen wollt. Das ist ja, eure Fantasie ist hier keine Grenzen, sind keine Grenzen gesetzt. Oh, ich sehe aus. Ob ich Dauerraucher wäre. Ich habe noch nie geraucht. So. Dann einmal das. Und auch was anderes habe ich auch noch hier. Ich finde die total toll. Und sie sind relativ fix gebastelt. Und man kann sich da wirklich, ja, was man halt haben möchte, einen Gutschein. Wenn ihr sagt, dass euch das als, wenn ihr sagt, dass es das zu klein ist, könnt ihr natürlich auch etwas Größeres machen. Das habe ich einmal hier. Ich gehe mal aus dem Zoom raus, damit ihr auch was seht. Das ist jetzt in einer 5 Größe. Also hier, ja, sieht man hier ungefähr die Hälfte von dem der 6. Das ist jetzt einfach nur das gleiche Prinzip wie bei den kleinen. Einfach zwei zusammengeklebte Designpapiere vom Action auch wieder. Aber halt diesmal größer. Und dann kann man mich hier wunderbar auch mal einen großen Gutschein reinstecken, dass es sich jetzt verschenkt ein ja, Wellness-Wochenende oder ein Musical-Gutschein. Und auch das ist euch als zu klein, darum wollt ihr es besser präsentieren. Dann kann man auch sowas hier basteln. Da kommt der Gutschein rein, da hat man noch Platz zum Schreiben, was man halt möchte. Und es sieht halt auch, es ist noch schneller gebastelt und es ist halt cooler, als einfach nur einen Umschlag zu nehmen. Also einen Briefumschlag, ne? Also das geht auch, wie man sehen kann. Genau, also die Mäuschenhefte hier, also das Mäuschenheft, also die Gutscheinhefte hier. Und wie gesagt, ihr könnt es auch als Adventskalender nehmen. Wenn ihr, also hier diesen Block zum Beispiel ist irgendwo drin. Ja, wir haben es gleich. Genau, irgendwo ist halt hier diese Zahlen drin. Die kann man ausschneiden und auf die jeweiligen Gutscheine kleben oder in dem Heft verteilen. Dann könnt ihr ja 24 Gutscheine machen und dann habt ihr einen richtig coolen, ja, Adventskalender für irgendjemand, der euch sehr, sehr nahe steht zum Beispiel. Gut. Also, ich finde, die sind total süß geworden. Und ich hoffe, ihr seid auch alle da. Das hat nicht sehr, sehr lange gedauert. Geht morgen auf jeden Fall bei Enzio gucken. Also ich finde, hat er schon wieder ein cooles Video am Start. Bin ich mir sicher. Ich hab's noch nicht gesehen. Und ich wünsche euch noch einen schönen, wunderschönen Tag und einen tollen Staffellauf und so weiter. X-Mess. Und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch das hier gefallen hat, übrigens, dürft ihr gerne meinen Kanal auch abonnieren. Würde mich sehr darüber freuen oder einen Kommentar schreiben. Ich beantworte alles. Da, bis zum nächsten Mal. Bye.